herzlich willkommen zu unserer cozy, gemütlichen Girls-Time-Runde, die wir hier haben. Wir sitzen hier in unserem AutorInnen-Büro. So yeah. machen wir die Sendung. Ich bin nämlich hier mit unseren beiden Autorinnen Kati und Marilina. Wie ihr wisst, bin ich über die Staffel gewachsen, also auch geistig. Mm. Im Thema Schwangerschaft kenne ich mich jetzt wirklich sehr, sehr gut aus. Ich bin Profi und eigentlich müsstet ihr beide euch jetzt ja auch ganz gut auskennen, mhm. weil die haben sich natürlich auch mit dem Thema sehr viel beschäftigt. Und deswegen schauen wir mal, ob ihr jetzt diesen Schwangerschaftstest besteht. Den Schwangerschaftstest? Bitte nicht. Wir haben heimlich euren Urin aufgefangen. Hilfe. Ja, und ach, das machen wir immer vor der Show. Ja. Erste Aufgabe. Welche dieser Fakten stimmt nicht? A. Die Schwangerschaft kann dafür sorgen, dass der Testosteronspiegel vom männlichen Partner sinkt. B. Frauen entwickeln während der Schwangerschaft doppelt so viele Gehirnzellen. C. Während und nach der Schwangerschaft können die Füße der gebärenden Person wachsen. D. Schwangere Personen haben etwa 40% mehr Blutvolumen. Also was stimmt nicht? Dafür müsste man erst mal wissen, was Blutvolumen ist. Ja, Masse an Blut, glaube ich. Okay. Wie viel Blut man in sich hat. Was war das mit den Gehirnzellen? Die Frauen entwickeln während der Schwangerschaft doppelt so viele Gehirnzellen. Ja. Das lebendige Beispiel. Ey! Ey! Ja, das ist es. Welcher Buchstabe war das? B. Ah. Okay. Ja. Ich würde auch sagen. Es sind die Gehirnzellen, die nicht stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, ihr habt recht. Ja, was verrückt ist, ich habe nämlich auch gelesen, dass Männer können mit Schein schwanger werden. Die bekommen Brüste und so Bauch. Was? Ja. Es gibt. Oh, muss ich zu Hause mal nachgucken. Ja. Ja, also es stimmt, Frauen entwickeln während der Schwangerschaft auf keinen Fall doppelt so viele Gehirnzellen. Der Fakt ist, das Gehirn schrumpft sogar. Oh. Und es bleibt so. Also, mit der Größe welchen Gegenstands lässt sich die eines Fötus in der 16. Schwangerschaftswoche in etwa vergleichen? Hier in dieser Kiste sind jetzt Gegenstände. Ah, darf ich ran? Und dann, ja, und da könnt ihr überlegen. Oh, wow. In der 16. Woche. 16. Woche ist ja dann faktisch der vierte Monat. Wow. Wir haben hier, wir brechen Genies erstmal unter uns haben wir. Das was ist ja ist? Ganz klassisch, sagt die Frauenärztin, dieser... Das ist kleine für eigentlich, wenn man die Schwangerschaft nicht will, oder? Dann kommt der kleine Staubsauger. Ja, okay. Ja, also mein Kind ist ungefähr so groß wie ein Staubsauger. Meins ist eine kleine Biene. Ah, naja. Ja, okay, das ist das ja. ist wohl unrealistisch. Das sieht ein bisschen aus wie dieses Ding, was aus Haaren gemacht wurde für so, dich. 16. Woche, 4. Monat. Jetzt kurze Konzentration. Ja, wo bewegen wir uns da? 4 von 10. Also, quasi. Ich habe ja Sims gespielt. Und ja. da war im 4. Monat, da war noch nicht so viel Bauch. Mhm. Das ist noch nicht das mal die ist Hälfte. Deine Referenz, ja? Ja. ja. Das ist noch nicht mal Halbzeit. Ich glaube, im 4. Monat ist das Baby exakt so groß wie dieser Bierkrug. Es passt da rein, es könnte da drin schwimmen, aber es wäre auch schon eng. Also wir bewegen uns hier in dieser Größe. Okay. Also Kati sagt Bierkrug. Bierkrug. Ich würde sagen, im 4. Monat. Boah, nee, wisst ihr was, das ist komplett, weißt du, wie groß das ist? Das ist extrem groß. Es muss noch 5 Monate. Ich würde sagen, das ist so groß wie dieses Vieh. Wie und es wird ein Junge. Also, ich entscheide mich jetzt. Okay, hier. Das ist es. Also, dann kann ich euch sagen, Marilina hat recht. Es ist eigentlich ein Apfel, aber da, das kommt ja ungefähr hin. Nächste Frage. Wie viel kostet das Einfrieren von Eizellen? Ungefähr, ihr könnt schätzen. Ach so, da würden wir jetzt, okay, wir schätzen. Ach so, Zahlen. Also ganz kurz, das schätze ich mal, ist ich glaub, teure Ich glaube, das ist Geschichte. Extrem teurer, auch weil es halt Frauen machen wollen, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist halt einfach allein deswegen schon. Ich sag 10k. Hula. Oh, ich sag 2. Ja, da ist doch Marilina ein bisschen näher dran, zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Also 10 ist schon... Okay. Damit kannst Schnapper. Du dir ein Baby kaufen. Da kannst du ein paar Ladungen einfrieren, glaube ich. Ja. Und Lagerkosten übrigens 270 Euro im Jahr. Aber stellt ihr euch auch Eizellen, ich stelle mir exakt so vor wie so ein Kaviar. Wie einfach so eine kleine Packung Kaviar, ja, die so, da so abgeschmiert so eine Qualle. Und mit raus, so. Wie viel kostet das Einfrieren von Spermien?
Und das kostet jetzt so 20 Euro wahrscheinlich. Das ist einfach so, mit. Die sind halt auch null wertvoll. So jeder, also, nee. Das Einfrieren von Spermien. Mm. Billiger, auf alle Fälle. Ich sag wirklich so. Die haben halt auch mehr zu vergeben, ne? Wir haben einmal im Monat eins und die haben täglich wie viele Millionen? Das ist ja, möchte ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Täglich 3 Schuss. Ich würde sagen, das kostet wirklich so 100 Euro. Okay. Ich bin bei 700 Euro. Ja, die Wahrheit ist zwischen 300 und 500 Euro. Na gut, und da geht wohl wieder. Ja, zu Katharina. Das geht wohl wieder, Marina. Aber auch, man muss sagen, Gleichberechtigung gibt es bei den Lagerkosten. Ach so. Auch 270. Okay, okay. Das ist ja okay. Fair. Da die dürfen dann halt nur nicht zusammenkommen, die beiden. Nee, das wäre dann wirklich da. Punkt für beide. Ah, Punkt für beide. Wenn ich gerade von jemandem, der noch rechnet, ich hatte 700. Okay. Also wir sind exakt gut. Oder auch kein Punkt für beide. Ich kann nicht mehr rechnen, wie ihr wisst. Gehirnzellen. So, Leute, wofür steht die Abkürzung SSL im Musterpass? Oh, ah, das hattest du mal gesagt, dass die so kranke Abkürzungen haben alle, ne? SS, wie so eine fragwürdige Abkürzung. Supersonic. Ja, SSL aber. SSL. SS Light. Supersonic. Ist das nicht eine Late Night? Schwangerschafts... Da kann ich schon lösen? Ich will ja auch nicht... Als ob das Schwangerschaftslänge heißt, das wäre voll... Schwangerschaftsleistung, dachte ich. Ach so. Leistung? Aber man ja, wissen, so, so wie gut war ihre Leistung. Kriegt man am Ende eine Note? Befriedigend. Du hast Caro, auch wirklich toll geschlagen. Caro hat bei SSL leider nur befriedigend. Leider nicht bestanden. Nein, ich lege mich da fest jetzt einfach mal auf Schwangerschaftsleistung. Ich muss noch mal überlegen. Du, wir haben Zeit. Das ist eine Info im Mutterpass. Mhm. Katharina sagt Schwangerschaftsleistung. Okay. Vielleicht hat das auch dann, ist das dann auch wie viele so, wie, Kinder man... Das ist sowas ähnliches wie Pferdestärken. Schwangerschaftsleistung. Wie viel SSL hat Caro? Ich sag doch Schwangerschaftslänge. Ich glaube damit... Ja, ich glaube auch. Ich habe dir das jetzt auch nur nicht geklaut, weil du da klüger direkt warst. Ja. Na gut. Danke. Was ist es denn, Caro? Ja, ihr seid beide falsch. Oh. Was? Ja, also Länge, es hat schon mit Länge zu tun. Okay. Warte, wir haben hier ein Prop-Baby drin. Oh. Geht's dir so hält man das. Also, das dachte, nicht da wirklich dann so machen. Ich dachte gerade, das ist die gleiche Warum? Kiste wie mit dem... Mit wie bei Baby. Baby. Also, SSL heißt Schädelsteißlänge. Oh, wow, das Darauf wäre ich so im Leben nicht gekommen. Ja, also man misst quasi, weil das ja im Mutterleib ungefähr so ganz gequetscht liegt, kann man ja die Länge nicht so messen. Deswegen misst man vom Scheitel bis zum Steiß. Ach so. Okay. Am Anfang. Irgendwann kann man dann. Irgendwann misst man dann die Länge vom Oberschenkel und rechnet den Rest dazu. Aha. Das ist witzig, weil das ist so ein bisschen wie erstmal bei einem Auto gefühlt. Ja. Als hätte man so eine. Wie heißen diese Spiele mit. Wo das, ein Quartett. Quartett. Als wär der Mutterpass das Quartett von einem Baby. Ja, Schädelsteißlänge. Das kommt ja auch mit SSL. Ja. Dann so, guck mal, meins ist länger als deins. Ja, gewonnen. Also, mir hat aber verloren. Schwangerschaftsleistung wirklich auch sehr gut gefallen. So Schwangerschaftsleistung finde ich gut, wirklich. Sehr gut. So, wofür steht, auch Abkürzung im Mutterpass, GVK? Was das klingt wie so eine richtig, weiß ich auch sofort. Richtig unsexy Einladung für Geschlechtsverkehr. Ja. Hast du Lust auf GVK? GVK, hey. Da denke ich auch, was ist der K dann? Kondition? Geschlechtsverkehr-Kondition? Bei mir ist das entwickelt sich im Schwangerschaft, im Mutterpass so. Null. Umsen Sie noch viel? Wie schlägt die sich? Geschlechtsverkehrskondition. Schnell atemlos oder? Auch im Mutterpass? Oh, ist nicht im Mutterpass. Okay. Caro. Ich weiß es doch, das ist doch leicht. Ich weiß es doch. Ist krass, wie viel schlauer ich bin als Marie. Das ist wirklich krass. Also jetzt in der letzten halben Minute. Ja. Den Geil, auch, dass hier. Du gar keine Antwort aufschreibst, sondern die Frage. Ist alles hier drin. Es steht einfach GVK. Stimmt, wir sollen es aufschreiben, ne? Ja. Ich sage, es ist die Geburtsvorkontrolle. Geburtsvorkontrolle. Das heißt also, meinst du damit so diese finale, der finale Boxenstopp? Einfach vorher noch mal reingucken und dann
geht's los. Ja? Ach so, ja. Der Geburtsvorbereitungskurs. Ja! Das könnte natürlich auch sein. Ja, der Geburtsvorbereitungskurs. Ist auch mega naheliegend. Ich wollte es einfach nicht halt einfach. Du wolltest auch, dass ich einmal das Punkt einfach meinen Punkt bekomme. Ja. Aber ich finde, Geschlechtsverkehrskurs hätte ich auch gut gefunden. Ja, weil dann ist ja alles anders. Ja, da muss man ja anders. Da passt nicht mehr alles, aus jeder Richtung passt nicht mehr alles so dann gut. Müssen sich alle ein bisschen anpassen. Okay, wofür steht ULS? ULS? ULS, ja. U-L-S. Ist das eine Abkürzung für Puls? Nee, okay. Das wäre eine crazy Abkürzung, weil einfach nur ein Buchstabe weggelassen wird. Aber ja. Das ist eine Abkürzung für Puls. Übrigens, auch die Gehirnzellen der Mitarbeitenden im Umfeld einer Schwangeren schrumpfen. Also U steht ja im Deutschen immer für unter. Ich sage, das sind unter... Stimmt. Unter... Oh, das kann nicht sein. Also wenn es das ist, dann werde ich das jetzt für mein Leben lang immer weiterhin benutzen. Ich glaube, dann bist du auf einem guten Pfad. Schade, dass ich so viel schlauer bin als Katharina. ich struggle gerade wirklich. Hier bin ich also Umwelt. Ja, auch okay. Umfang, Länge. Schwangerschaft. Das ist der neue Song von Mark Forster. Umfang, Länge, Schwangerschaft. Was hast du denn? Ich habe Unterleibsschmerzen. Maria hat schon wieder genäht. Unterleibsschmerzen. Wie geil ist das denn? Warum kannte ich das Wort? Das, die Abkürzung? Ich habe gedacht, das kanntet ihr, weil das hat ja auch jetzt nicht unbedingt was mit Schwangerschaft zu tun. Nee, überhaupt nicht, aber das ist ja mega. ULS. Ich dachte, das ist so Foren. Ja, geil. Der große Vorteil, wenn man schwanger ist, hat man keine Unterleibsschmerzen. Ja, das dachte ich nämlich auch. Wie ist, also... Caro. Also... Ich habe jetzt zum Glück nicht so viel, aber da gibt's schon Momente. Mhm. Ja, gut. Aber sind das dann die gleichen Unterleibsschmerzen, die man so gewohnt ist? Oder ist es dann schwerer? Am Anfang ja. Mhm. Nachher ist es anders weird. So ein Fuß in der Blase zum Beispiel. Anders weird. Ist, würde ich jetzt auch als Unterleibsschmerz bezeichnen, aber ist anders. Okay. Was können Föten im Bauch nicht? Ich finde das Wort Föten so peinlich. Das ist krass, wirklich. Ne? Wirklich. Föten, das klingt wie ein Frosch. A. Pupsen. B. Weinen. C. Schluck aufbekommen. D. Pinkeln. Das ist alles wirklich beängstigend. Hat eine von euch schon mal unter Wasser geweint? Pupsen, ich glaube, die können Schluck aufhaben. Das habe ich schon Schluck gesehen. Schluck auf ist süß. So Pinkeln finde ich schon, also dafür ist doch auch die... Na, ich glaube, ich bin ein großer Durchlauf. Ich will jetzt auch nicht schon wieder irgendwas Dummes sagen, aber dafür ist doch auch die Nabelschnur da, oder? Zum Pinkeln? Ja, Maria, das kommt immer aus dem Bauchnabel, kommt das bei der Mutter. Also, als Baby muss doch nicht pinkeln im Bauch, oder? Ich darf nichts sagen. Was nicht? Die können nicht weinen. Die können... Ich glaube, wir haben Föten Emotionen. Babys haben noch gar keine Gefühle. Ich sag jetzt mal pupsen. Ich lege mich fest auf weinen. Mhm. Also, was sie können, ist Schluck aufhaben. Ja. Okay. Auch nachts. Sehr lang und viel. Oh nein, wie süß. Ja. Weinen können sie anscheinend auch. Das wusste ich nicht. Oh, wie traurig. Also leider, das finde ich auch wirklich ganz furchtbar. Wie einsam auch irgendwie. und aber auch wegen was? Ja. Ja, genau. Was ist dein Problem? Ich gebe ja alles, was ich kann. Ja. Ja, oder man hört halt scheiß Musik die ganze Zeit. Ja. Ja. Pinkeln machen die tatsächlich ins Echt? Fruchtwasser. Oh mein Gott. Also die trinken das Fruchtwasser. Und pinkeln ins Fruchtwasser. Krass. Trinken es und pinkeln wieder deswegen, rein. Deswegen, die können nicht pupsen, weil sie keine Luft, es gibt keine Luft. Ach ja, ich dussel. Leute, können Zwillinge unterschiedliche Väter haben, theoretisch? Oh Gott. Was wäre da, wie soll man das denn bitte erklären? Kommt keiner dahinter. Ja, aber die sehen doch da dann, nee, muss auch nicht sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das macht dich ganz nervös. Also ich kenne Leute... Ich kenne Geschwister, die haben unterschiedliche Väter, aber dieselbe Mutter, aber die sehen aus selber wie eineiige Zwillinge, weil die einfach, also die sind schon auseinander, aber die Gene von der Mutter haben so durchgeballert, da war egal, wer der Vater ist. Oder zum Beispiel, ich finde ja, mein Bruder zum Beispiel, der sieht ja mir nicht ähnlich, aber auch meiner Mutter nicht ähnlich. Ich glaube, mein Bruder ist der einzige Mensch, wo sich nur das Spermium eingenistet hat. Der wird direkt so, Eizelle, lass mich vorbei. Ja, zack. David Kebekus. Zack, der lass dich vorbei. Und da haben wir ihn. Nö, ich sag klassisches Nope.
Dann sage ich einfach ja, weil ich glaube, alles ist alles möglich in der Natur. Ja. Es ist tatsächlich möglich. Nein. Gott. Doch. Und zwar, wenn in einem Zyklus quasi zwei Eier springen und man dann, also das so, eine ist schon befruchtet und man hat, ich glaube, das sollte recht aneinander sein. Ja, das schätze ich wohl auch. Das muss dann rein raus. Ich sag mal, wenn du morgens da bist, mittags zu dem, abends da. So wird ein Schuh draus. Ja. Welche dieser Methoden funktioniert nicht zur Bestimmung einer Schwangerschaft? A, das Injizieren von Urin in Frösche, Leichen sie, bestand eine Schwangerschaft. B, das Urinieren auf Getreide, keimt er, bestand eine Schwangerschaft. Das Injizieren von Urin in Regenwürmer, wenn nach 2 Stunden Regenwurmspermien ausgeschüttet werden, besteht eine Schwangerschaft. Oder D, das Urinieren auf Reiskörner, färben sie sich bläulich, besteht eine Schwangerschaft. Welche dieser Methoden funktioniert nicht? Das heißt, drei von diesen weirden Sachen stimmen. Welcher kranke Freak nimmt Schwangerschaftspisse und tut dir in einen Regenwurm rein? Welcher kranke Freak von euch, die das rausgesucht haben? Das heißt, alles davon ist krank. Und wie krank ist es bitte, sollte das stimmen mit dem Getreide? Dass dann, wenn dann so ein Bauer einfach gesagt hat, hier, willst du gucken, ob du schwanger bist? Ich habe Getreide da, kannst du mal rauf? Also ich bin mir nämlich sicher, man kann auf einen Frosch drauf pinkeln. Nee, das musst du injizieren, deinen Urin injizieren in Frosch. Und dann macht er was? Wenn die dann leichen, dann bist du schwanger. Alter. So geil, wenn du sagst, ich habe keinen Schwangerschaftstest zur Hand, aber diesen Frosch. Ja, und diese Leute, wir reden doch von früher, oder nicht? Das mit dem Getreide kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, das wüssten wir. Wenn man auf Reiskörner pinkeln. Woher willst du das wissen? Nein, das hätte man schon mal gehört, wenn man gesagt hat, wie oft man schon ein Getreidefeld gepinkelt hat und da ist eben nichts gesprossen. Ja oder man kommt halt nicht nochmal hin. Nee, mit dem Reis wüssten wir. Ach so. Ich lege mich fest, dass das mit dem Reis nicht stimmt, weil ich davon ausgehe, das hätte ich gewusst. Mhm. Ich glaube, das mit dem Frosch stimmt nicht. Menschen sind schon echt richtig hart kranke Menschen, Tiere. Aber das wäre schon echt hart. Ich finde den Regenwurm härter. Ja. Ich finde auch alle Tiergeschichten finde ich hart. Einfach zu DM gehen. Oder Rossmann. Ja, wirklich. Apotheke. Also, die Wahrheit ist, Kathi hat recht. Reis stimmt nicht. Marie, das hätten wir auf TikTok schon gesehen. Das glaube ich auch. Also, dann gäbe es auch keinen Schwangerschaftstest, ja, oder? Ja. Weil Reis hat jeder Wenn zu der Hause. So blau wird. Ja. Ja, und auch, dass der blau wird, ist auch... Hass. Und das mit den Fröchen hat doch so eine Chemikerin rausgefunden. Martini und Kim, na klar. Genau, das hat Mai erfunden. Thank you. Jetzt ist es so easy für uns rauszufinden, ob wir schwanger sind. Danke, Mai, jetzt müssen wir keine Regenwürmer mehr. Die 60er war das eine gängige Methode. Krank. Die 60er sind auch einfach nicht unser Ding. Eine gängige Methode. Stell dir vor, du hast schon Schiss, du denkst, scheiße, ich bin drüber mit der Periode, ich bin irgendwie gestresst. Ja. Jetzt muss ich auch noch jemanden fragen, ob er einen Frosch fängt oder selber einen Frosch fangen. Und dann bist du auch noch die ganze alles daran, eine Spritze besorgen, alles daran ist so demütigend. Dann wartest du, bis der Frosch leicht. Und das, während du auf Drogen bist ja auch die ganze Zeit, weil es waren ja auch die 60er. Und dann weißt du ja auch nicht, ist es jetzt, hat er jetzt geleicht? Wie sieht es eigentlich aus, wenn ein Frosch leicht? Ja, oder ist einfach Lifetime, weißt du? War jetzt eigentlich weißt du? Gott. Stressig. Wow, okay. Es wird ein Frosch. Wie viel Wasser sollten Säuglinge vor dem 4. Monat durchschnittlich trinken? Mega Säuglinge krass, Caro. Wasser? Wie viel Angst hast du davor, dass du nicht weißt, wie viel dieses Baby essen und trinken möchte? Bis jetzt hatte ich noch nicht, aber new fear unlocked. Ja, ja. Was mir krass vorstellen ist, man macht es ja so da dran, trink und dann fertig. Ja, war das genug? Ja. Also bist du satt? Sag doch mal. Also sowas. Weinen immer noch? Warum mir nochmal trinken? Was? Ja. Das ist bestimmt mein Fuck. Ich glaube nicht, dass Säuglinge Wasser trinken. Hast du jemals ein Baby mit so einer Wasserflasche gesehen? Mit so einem Sprudel auch. Ja. So, oh, willst du Sprudel oder ohne Sprudel? Nee, nur ohne. Ich schätze auch mal, das ist irgendwie mit in der Muttermilch, oder? Ich darf das doch nicht sagen jetzt. 4 Gläser am Tag. Babygläser.
Kleine Gläser. Babygläser im vierten Monat sind so Schnapsgläser wahrscheinlich. Was ist denn, wenn das Baby sich verschluckt? Ich mach mal so richtig doll. Oh nee, weiß ich nicht. Dann musst du ja, dann kannst du andersrum ja nicht, halten. Ja, kann man mal ein bisschen schütteln. Wenn, dann kannst du ja keine Muttermilch mal kurz geben, damit's. Ich hab's. Aber man okay. gibt doch niemandem, der sich verschluckt hat, was zu trinken, ja, oder? Ja, doch ein Wasserchen, oder? Einfach mal. Ah, nee, man haut dem doch auf den Rücken. Ach so, nicht. Marie, wenn wir jetzt die Kathi neben dir sitzt, mal, dann gibst du die doch nicht. Aber wenn es da irgendwo feststeckt, dann trinkt, muss man das ja weg. Muss das ja weg. Ja, aber nicht, wenn sie am Ersticken ist. Und okay, außerdem, stimmt. Du trinkst ja kein Wasser durch die Luftröhre. Weißt du? Ihr seid alle immer so schlau, ne? Ja. Und du führst nur in lebenswichtigen Fragen. Okay, ich sage, ein Shotglas. Ein Shotglas am Tag? Ja. 100 Milliliter. Ja, also, die dürfen gar kein Wasser trinken. Hätte ich es doch mal gesagt. Dürfen die nicht, weil da irgendwas drin ist, was die gar nicht, die dürfen nicht. Die, aber dann ist ja erstmal geil, das ist ja nur durch die Muttermilch abgedeckt, ja. Beziehungsweise Muttermilchersatz. Aber ja. Wein geht. Hast du erstmal keinen? Wein geht, glaube ich. Ja, es geht. Ja, Saft, ja. Wein. Was haben Madonna, Victoria Beckham und Kim Kardashian gemeinsam? A. Sie haben Umstandsmode der gleichen Designermarke getragen. B. Sie haben dieselbe Hebamme engagiert. C. Sie alle haben die Plazenta konsumiert. D. Ihr Erstgeborenes hatte das identische Gewicht. Was sie gemeinsam? Wer waren die drei Personen? Madonna, Victoria Beckham und Kim Kardashian. Die haben safe die gleiche Hebamme. Das sind doch so LA Girls. Ich glaube, die haben alle ihre Plazenta gefrühstückt. Snacks. Snack. Deshalb die schöne Haut. Hebamme. Plazenta. Kathi hat gewonnen. Wow! Ich kenne meine Mädels. Die haben alle ihre Plazenta konsumiert. Madonna und Victoria Beckham haben sie als Serum auf die Haut gekriegt. Ja. Und Kim Kardashian hat die Plazenta in Pillen gepresst und gegessen. Hm. Ich verstehe diesen Plazenta-Fetisch nicht. Weil das ist doch jetzt mal, in meinem Verständnis, ist das doch auch, das nimmt doch auch die Schadstoffe auf. Mhm. Also ja. Die ganze Pipi und so. Ja. Ist das nicht, also so stelle ich mir ungefähr vor, wie so Leber schmeckt. So bah, so eisig. Also Plazenta wurde mir auch beim Instagram angezeigt, ein Plazenta-Smoothie. Mhm. Das kannst du auch mitbringen mit der Muttermilch. Das ist auch ein kleines Smoothie. Das, also... Ist nur so ein kleines Stück gewesen, aber hat gereicht, um mich zu verstören. Ja. Welcher Mythos rankt sich um Ludwig den 14. Oh Gott. Und Schwangerschaft? Hat er darauf bestanden, dass seine Frau während der Schwangerschaft nur Wasser aus dem Loire-Fluss trank, um die Gesundheit des Erben zu sichern? Hat er die Plazenta des Mutterkuchens vom erstgeborenen Thronfolger aufheben lassen und stellte sie dem Volke aus? Bei jeder Schwangerschaft wurde die Mutter nach 6 Monaten hinsichtlich des Babygeschlechts untersucht. Natürlich ohne verlässliche Methode. Bei einem Jungen wurde gefeiert, der erste Gender-Reveal-Party wurde geboren. Oder, da er einen Geburtenfetisch hatte, setzte er die Rückenlage bei der Geburt durch. Sie hält sich bis heute. Ich wünsche mir so sehr, dass das Letzte nicht... ist. Das ist es ganz bestimmt. Der Typ war ein krasser Freak. Das war ein richtiger Perversling. Ich möchte aber, dass er eine kleine Gender-Reveal-Party geschmissen hat. Ich sag D. Ich sag, dass der einfach richtig Bock auf schwanger... der hatte bestimmt auch so 50 Kinder. Und weil der so scharf auf Geburten war... Nee, der wollte auch mal eine schöne Party machen. Leider nein. Leider nein. Leider, Marie hat recht. Ja, der nein. Typ war ein Geburtenfetischist. Der hat 22 Kinder von diversen Frauen gehabt und der wollte so gerne zugucken und die Frauen haben ja oft in der Hocke oder so ihre Kinder gekriegt und dann wollte er lieber, dass sie sich auf den Rücken legen, damit er besser gucken konnte. Mann. Mächtige Männer. Deswegen sollten Männer keine Ämter innehaben. Mhm. So. Ja. In welchem Schwangerschaftsmonat, Achtung, Schätzfrage, öffnen Föten ihre Augen? Die öffnen ihre Augen. Haben die offene Augen im Muttermund? Mal. Was sehen sie denn? Nein, Muttermund, Mutterleib. Irgendwann machen die Augen auf, ja. Ich glaube nicht die ganze Zeit, aber gönn mal. Stellt so euch das auch so wie so einen epischen Moment vor. Ja, so. Doch, wow, es gibt den Moment, da kann man mit der
Taschenlampe so leuchten und dann gucken die so hinterher. Ach süß. Oh. Wann war die Frage, öffnen Sie Ihre Augen? Ja. In welchem Schwangerschaftsmonat? Ab der... Spät. Ja, ich würde schon sagen, schon so im letzten Trimester. Richtig, schön gesagt. Danke. Ich sag, das ist 7. Monat, sage ich. Mhm. Ich sag 8. Knappe Kiste, aber Kathi hat recht, 7. Monat. Ey, stark. 25. Das war Intuition. 25. KW. 25. bis 28. SS-Woche. Die SS-Woche. SS-Woche. Bei der AfD. Die großen SS-Wochen bei Caro. So, wie schwer war das schwerste Neugeborene? Oh. Schätzfrage. Um die nächste Frage zu beantworten, bauen wir ein bisschen um. Also, wie schwer war das schwerste Neugeborene? Bitte anhand der Hafermilchpackungen darstellen. Eine Tüte wiegt 1 Kilo. Mhm. Wann hattest du das letzte Mal ein Neugeborenes auf dem Arm? Meine kleine Schwester. Oh. Und ich habe auf dem Weg hierher schon gesagt, ich und meine Geschwister sind wahnsinnig fett gewesen. Mhm. Wir waren ja so 4.500 Kilos oder so Kinder. Ihr wart 4? Hier kannst du mal austesten, wie viel. Ihr wart 4, so eine Flasche. Wir waren solche. Und so eine Kravenzmänner. Solche richtigen Fettbäuch. Fettschlagen, Fettbabys, süß. Genau. Finde ich süß. Also aber das Schwerste. Aber ihr seid ja nicht die Schwersten. Nee. Genau. Ich würde mal sagen, wir sind so mittelschwer bis dick. Ich sage. Boah, ey, wenn so ein Baby, dann wird es auch schon. 5? Warte jetzt, 6? Ja, 6. 6 ist schon richtig schwer. Oh. Insgesamt für immer oder so? Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt das schwerste Neugeborene, was ever jemals gemessen wurde. Also. Du meinst, es ist jetzt auch 6. Das geht nicht, mein Das Ding. Geht nicht, ne? Ich sag einfach 7. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Ich kann auch nicht helfen. Boah, das wäre ein richtig scheiß schweres Baby. 7 Kilo ist schon. Ich glaube, ehrlich gesagt. Wir sind viel zu hoch, gell? Ich glaube, bestimmt gab es auch mal noch schwerere. Es gibt doch diese riesen Kinder. Nee. Also, du hast 6 und du hast 7. Ja. Also, ich kann euch sagen, mein Bruder war fast 5. Boah. Also, so. Hoppala. So. Mein Vater war fast 6. Aber das schwerste. Das ist richtig Baby, viel. Was je neugeboren wurde. Wie viel hast du jetzt eigentlich? 6. 6. 7. Nein. 9. Nein, hör auf. 10. Boah. Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Schwer. Überleg mal, und das war ja in dir und drin. Und nein, das geht wohl gar nicht. Oh. Das war ja in dir drin. Oh mein Gott. Das ist ein scheiß schweres Baby. Mein Spitzname war ganz lange Moppy. Oh, süß. Oh nein. Aber das hieß auch in Holland, mein Schatz oder so, wurde mir gesagt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Muss ich noch mal recherchieren. Moppy. So, das war die letzte Frage. Und gewonnen hat Marie. Woher hast du dieses Wissen? Tja. Das ist einfach, das du bist einfach natural. Einfach alles drin. Einfach Wahnsinn. Du bist born to be Prego. Ja, ja. Ja, Glückwunsch. Lieber nicht. Jetzt gerade. Passt gerade nicht so gut rein. Passt gerade nicht so gut rein. Ich habe überlegt beim Abschluss der Sendung, ob ich so irgendwas hinter mich werfe, was dann jemand auffangen muss. Brautstrauß. Ein Baby. Ein Baby. Und das dann die Nächste, die schwanger wird. Ja. Finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Ja. Ja. Also ich bin sehr zufrieden. Hier ist doch wirklich eine Menge Wissen vorhanden. Bravo. Weil wir die Caroline Kebekus Show geguckt haben. Geguckt und gemacht. Und gemacht. Und gemacht. Fertig geguckt? Ihr könntet jetzt endlich eure To-Dos abarbeiten. Oder ihr guckt euch einfach noch mehr Dix-Content an. Einfach hier klicken für das nächste Video, da oben, um unseren Kanal zu abonnieren, oder hier, um in eine wundervolle Welt der ARD-Mediathek zu kommen mit allen Folgen Dix.